Ich glaube, meine Stiefel sind den Gestank von Hutter los. Ich hätte noch ein paar mehr Tritte austeilen sollen, solange er noch frisch war. Ich werde keine guten Erinnerungen an Jiguna haben. Ja, aber denkt bloß mal an die Zukunft. Wir zwei gegen die Galaxis. Nur Schweiß, Blaster und jede Menge Spaß. Ihr schießt oben, ich schieße unten. Ganz genau. Brechen wir auf. So? Ganz ruhig, Fenrich. Alle ruhig bleiben. Keine Bedrohungen entdeckt. Die Brücke ist jetzt sicher. Wer meine Worte nicht befolgt, muss sterben. Hände weg von den Kontrollen! Ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Ich übernehme das, Lieutenant. Ich bin Captain Revinal Orsic. Ich denke, ich weiß, was hinter all dem steckt. Nur fürs Protokoll. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Captain Orsic, ich habe gehört, ihr habt einen direkten Befehl von Groß Moff Killrun missachtet. Ja, und ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so brutal reagieren würde. Ihm muss sehr am Passagier der Brenthal Star gelegen sein. Vielleicht hasst er mich auch bloß. Die Black Talon würde bei der Verfolgung eines Kriegsschiffes zerstört. Ich habe schon in diesem Krieg gekämpft. Und ich werde es wieder tun. Aber nicht mit einer Selbstmordmission. Eine Selbstmordmission ist es, eure Vorgesetzten zu ignorieren. Der Captain ist tot. Der Captain ist tot. Ruhe! Ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Was sollen wir tun? Ich bedauere, dass es so gekommen ist. Der Rest von euch muss nicht dasselbe Schicksal erleiden. Und was ist mit... Ihr habt eure Anweisungen. Nach Artikel 27a der imperialen Militärvorschrift wurde das Kommando dieses Schiffes rechtmäßig übertragen. Neue Befehle werden auf ihre Konsolen übertragen. Priorität 1, die Brenthal Star abfangen. Brukhara, hört auf den Druiden und bereite den Sprung auf Lichtgeschwindigkeit vor. Verlassen jetzt den Hyperraum. Ein Kriegsschiff der Tranta-Klasse erscheint auf den Scannern. Fahren Waffen und Schilde hoch. Der Feind feuert. Turboleser, Raketen und etwas, das wie Transportkapseln aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Die Kapseln sind nur Ablenkung. Feuer erwidern und auf die Energiegeneratoren zielen. Wenn sie beschädigt sind, wir aber nicht, sind wir im Vorteil. Lieutenant, Captain Silas, der Technikbereich meldet Blasterfeuer. Dann ist die Verbindung abgebrochen. Erinnert mich daran, von dieser Inkompetenz zu berichten, wenn wir Drum und Kars erreichen. Verdammt! Das scheint ein Enterversuch zu sein. Wenn Sie im Technikbereich sind, könnten Sie das Schiff zerstören. Bei allem Respekt, ich schlage vor, ihr kommt ihnen da unten zur Hilfe. Dann mal los. Ich gebe der Sicherheit Bescheid. Und keine Sorge, wir lassen den republikanischen Abschaum nicht entkommen. Noch halten wir uns, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Haltet weiter durch, Fenrich. Euer Leben und eure Karriere hängen davon ab. Alarmbereitschaft. Groß Moff Killruns Abgeordneter ist zurück. Glückwunsch. Die Sicherheit berichtet, dass die Sabotagedruiden zerstört wurden. Ich erledige meine Arbeit gründlich. Ja, ja, natürlich. Wir haben die äußeren Verteidigungen der Brenthal Star durchdrungen. Der nächste Angriff kommt erst, wenn wir auf Jägerentfernung sind. In 1 bis 2 Minuten. Eine Übertragung. Langstrecke. Es ist eine Nachricht. Aber sie kommt nicht von der Brenthal Star. Ich warte nur ungern. Ich stelle die Nachricht sofort durch. Hier spricht Jedi-Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Ich bin mit 16 Schiffen der Republik auf dem Weg zu euch. Ich rate euch, euch zurückzuziehen, bevor noch mehr mit dem Leben bezahlen. Ignoriert die Übertragung. Wir nähern uns weiter der Brenthal Star. Verstanden. Halte Kurs und Geschwindigkeit. Die Brenthal Star steht unter meinem Schutz. Mein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star voraus. Wir stoßen wieder zusammen. Ich habe gerade erst 3 imperiale Schlachtschiffe vernichtet. Ich möchte euch nicht töten. Der Frieden zwischen der Republik und dem Imperium ist zerbrechlich. Wenn ihr die diplomatischen Konsequenzen fürchtet, warum treffen wir uns dann nicht allein, ohne die Republik im Nacken? Weil hier Leben auf dem Spiel stehen, nicht mein Stolz. Solche Vorfälle ereignen sich in der ganzen Galaxis, aber nur, wenn wir es zulassen. Überlasst mir die Brenthal Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer und Frauen an Bord werden euch in Schach halten, bis wir eintreffen. Und ihr werdet besiegt. Ihr macht euch etwas vor.
Das Schiff gehört bereits mir. Ihr habt eure Position deutlich gemacht. Aber macht euch auch bereit, einem Jedi entgegenzutreten und überlegt, was das bedeutet. Sind auf Jägerentfernung. Die Brantle Star startet die erste Staffel. In Ordnung. Wir sind nah genug, um ein Überfallkommando zu entsenden. Ich denke, ihr geht selber. Ich tue, was immer nötig ist, um es zu beenden. Wir warten auf eure erfolgreiche Rückkehr. Ich rate Ihnen, dass Sie zur Fährenrampe gehen. Der Flug zur Brantle Star könnte gefährlich werden. Aber Groß Moff Kilran hat vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. R02. Ich hoffe, Sie können diese Nachricht verstehen und dass Sie einen störungsfreien Flug hatten. Bitte halten Sie sich für Sicherheitskoordinator Fenrich Brukara bereit. Die Marines sind auf dem Weg. Sie folgen euch rein und sichern dann jede Kreuzung, die ihr sichert. Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Wir sind kein Militärschiff. Mehr als das können wir euch nicht bieten. Mich interessieren keine Entschuldigungen. Wenn ich mehr Marines brauche, dann schnappt euch besser selbst einen Blaster. Ja, aber ich verstehe. Ich habe die Kommunikation der Brantle Star gescannt und das Sicherheitspersonal scheint die Rettungskapseln schützen zu wollen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Crew den General evakuieren möchte. Sie müssen ihn ergreifen oder ausschalten, bevor er entkommen kann. Wir werden den General haben, noch bevor die Crew davon Wind bekommt. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Ich melde mich wieder, wenn sich die Situation ändert. Greifen Sie alle Verteidigungspunkte zwischen Ihnen und dem Ziel an. Mit einem Kommandanten der Sondereinheiten. Erweist mir etwas Respekt. Ihr schreckt also vor nichts zurück. Ah! Ein Teil von mir hat sich gewünscht, dass ihr an Bord dieses Schiffes kommen würdet. Für die Brantle Star! Angriff! Für die Republik! Oh.
Wie hoch? Ich will gut aussehen.
Die Rettungskapseln sind nicht weit. Ihr könnt es alleine schaffen, General. Und was wird aus euch? Ich stelle mich meinem Schicksal. Geht jetzt, mein Freund. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin Yadira Ban, Padawan des Jedi-Ordens. Meine Aufgabe ist es, den General zu beschützen, und ich lasse euch nicht passieren. Ich wurde geschickt, um den General mitzunehmen. Einer von uns beiden wird enttäuscht. Da habt ihr wohl recht. Ich habe sogar vor, euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss. Genauso wie die Republik das Sith-Imperium immer tiefer in die Galaxis drängt. So einfach macht mir niemand Angst. Ich muss euch auch keine Angst machen. Ich muss euch nur besiegen. Und das werde ich. Ninga, Ninga, Vridmukat! Ihr könnt fortlaufen oder einfach hier bleiben, aber weiter lasse ich euch nicht. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Jetzt aber nichts wie hoch. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. 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 Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Ich könnte dafür sorgen, dass ihr eure Eingeweide verliert. Ich brauche euch nicht lebendig. Ich bin mir der imperialen Vorgehensweise bezüglich meiner Person durchaus bewusst. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben Sie euch das gesagt, als Sie euch hierher schickten? Wussten Sie das überhaupt? Glaubt ruhig, was ihr wollt. Das ändert nichts an eurem Schicksal. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Wenn ihr hören würdet, was beide Seiten beabsichtigen, würdet auch ihr keinen neuen Krieg wollen. Sie entwickeln Waffen für den jüngsten Tag. Schilde, die ganze Planeten umschließen. Raketen, die Sonnen verdunkeln. Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten, Zivilisationen auslöschen.
Es wird anders als alles, was die Galaxis seit dem großen Hyperraumkrieg gesehen hat. Und es gibt kein Zurück mehr. Der sogenannte Friede ist bereits verloren. Wenn das stimmt, wieso dann zur Republik überlaufen? Es gibt keinen Platz mehr für mich innerhalb des Imperiums. Mein letzter Beitrag kann daher nur sein, das Gleichgewicht herzustellen. Für ein Patt zu sorgen. Das scheint jetzt wohl belanglos zu sein. Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetikgeheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Lebend bringt ihr mir nichts. So soll es sein. Wir sind ohnehin alle so gut wie tot. Ihr Protokolleinheit NR02. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, rate ich Ihnen dringlich, so schnell wie möglich zur Black Talon zurückzukehren. Gibt es ein Problem? Es gab einen Unfall auf der Brücke. Ihre Taktiken haben für so einige... Idioten! Wir werden doch alle getötet! Ich will gut aussehen. Willkommen zurück. Ich bin erfreut, dass Sie unversehrt sind. Ich entschuldige mich für den Zustand der Brücke. Wie ich vorhin schon berichten wollte, gab es einen Unfall. Du sagst mir besser, was hier passiert ist, sonst werde ich ungehalten. Manche der Crewmitglieder waren äußerst beunruhigt durch ihr Verhalten. Fähnrich Hetter hatte Sorge, sie würden jeden töten, der Mission nicht dienlich ist. Eine Gruppe Offiziere wollte vom Schiff fliehen, bevor sie zurückkehren. Lieutenant Silas hatte Einwände und es kam zu einem Feuergefecht. Es gab viele Verluste, aber keine Sorge. Ich bin problemlos in der Lage, das Schiff zurück nach Drumund Cass zu steuern. Du willst mir sagen, sie sind in Panik geraten und haben sich gegenseitig umgebracht? Das ist korrekt. Es war überraschend. Groß Moff Kilran erwartet sehnlichst ihren Bericht. Soll ich ihn durchstellen? Da die Crew nun tot ist, gibt es sonst nicht mehr viel zu erledigen. Ich öffne den Kanal. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Black Talon erreichen kann. Der Druide hat mich über eure Arbeit unterrichtet, aber ich wollte es gern von euch selbst hören. Wie verlief der Angriff? Die Brental Star wurde ausgeschaltet und der General ist tot. Zu schade, dass ihr ihn nicht lebendig zurückgebracht habt. Aber einen so großen Unterschied macht es auch nicht. Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von vielen Operationen, die wir in der ganzen Galaxis abwickeln. Ein neuer Anfang des Krieges. Der General war eine der wichtigsten Waffen, die die Republik besaß. Ein Überläufer. Ihr habt ihn aus den Händen des Feindes entrissen. Ich werde das nicht vergessen. Und ich sorge für eure Belohnung. Ohne meine Hilfe wäre das nicht gegangen. Das soll jeder wissen. Ich werde den anderen Moffs von euren Heldentaten berichten. Aber meine Worte sind belanglos. Schon bald werdet ihr unsere Heimatwelt erreichen und mit eigenen Augen sehen, wofür ihr kämpft. Das sollte inspirierend sein. Genießt den Rest eurer Reise. Kilran Ende.